Und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man. Hey, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen. Okay, das vorher war alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich. Ich komm da nicht weg. Ach. Drück doch die ganze Zeit X. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Okay, das vorher war alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich. Ach, Mann. Ich kann da nicht weg. So. Das auch geschafft. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Ja. Schon. Irgendwie ist Peter vollkommen recht. Alles selbst projiziert und produziert. Mann, der hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Das ist nicht gut. Okay, Yuri, Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Erfrast wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey, der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt. Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal. Gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Uff, das frage ich auch. Der war schwer zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. Okay. Wir haben wieder, glaube ich, ein paar Fähigkeitspunkte. Ja. Ach ja, stimmt, wir haben einen Bodenschlag. Könnte ich auch mal verwenden. Und das wollte ich nicht. Wo waren wir? Irgendwo haben wir hier. Haben wir nicht einen. Ach, da. Mal nach da unten und machen mal einen Turm. Dämonen sind schlimmer als Fisk es jemals war. Nachricht von Doc. Peter, vielleicht war es vorher, ihn zu einem anderen Job zu machen. Ich habe einen Plan. Geben Sie mir etwas Zeit. Vielleicht erfinden wir doch weiter. Ihr unbezwingbarer Otto Octavius. Das ist großartig, hoffentlich klappt es. Ja.
你的蔬菜，快了，收拾。 Bin den Berichten nachgegangen über Dämonen. Damit habe ich gerechnet. Waren recht fleißig diese Nacht, haben viele von Fisks Immobilien besucht. Sie sind hinter Fisk her? Alle Achtung! Denkst du das gleiche wie ich? Wurzelnder Bandenkrieg? Gehen wir der Sache auf den Grund. So. Wurden alle Fisk Immobilien diese Nacht angegriffen? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften in Portside gemeldet. Danke, Juri. Ich schau vorbei. Ja, das machen wir sofort. Den Turm will ich aber trotzdem noch holen. Auch wenn wir jetzt eine Mission haben. Hey Juri! Wofür braucht Fisk eigentlich die Werft? Keine Ahnung. Ich schicke einen Beamten zu dir. Er heißt Jefferson Davis. Das ist sein Revier. Er ist ein guter Kopf. Arbeitet schon Jahre am Fall Fisk. Wenn jemand weiß, was an der Werft vor sich geht, dann er. Na gut, dann freue ich mich schon. Er hat mit mir geredet. Achso. Hi, Jungs. So, jetzt. Nach da hinten. Schwingen wir uns von dannen und bemannen uns zu der Mission. Hui. Ist das alles für mich? Okay. Abgewonnen. Die Dämonen sind hinter mir her. Für die Passanten ist es das Beste, wenn ich abhaue. Nicht nur für die Passanten. Für dich. Die waren sehr interessant drauf, die Dämonen. Bewaffneter Raubüberfall gemeldet. Brauchen Einheit am Tatort. Benötigen Officer vor Ort in Clinton. Oh. Gleich da? So. Sind wir angekommen? Und wenn Sie einen Zeh in den Keller setzen, köpfe ich dich. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon zwei verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Melden Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2, alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Das ist ja eigentlich am besten... höchsten Ort hinzugehen.
Oh, mein Lieber. Wie stelle ich das geschickt ein? Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Was ist das? Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Wieso? Kann ich das bitte nochmal? Danke. Ich hab da die falsche Taste gedrückt. Ich dachte, es war R2 mit R1 verwechselt. Ich dachte, damit schieße ich nochmal die Sachen, aber nein, es war R1. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Nein, ist er nicht. Da will er. Hey, da ist der Feuer. Nein, 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 da ist niemand.
Da ist niemand. Was ist los? Angst. Was? Ich sehe Spider-Man! Was? Verdammt, ich habe ihn genau gesehen! Sollte das mal wechseln. Ich bin nicht da. Prima. Ich bin wieder unsichtbar. Doch, sicher Schlag. Hallöchen. Geht es Ihnen? Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also, wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Okay, Jeff. Du bist? War doch nur Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Das ist blöd. Okay, dann muss ich anders da rein. Ja, aber das ist in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.